So, wir versuchen jetzt von dem Flugzeugträger mit dem Hubschrauber zu starten. Dazu müssen wir erst einmal den Hubschrauber starten. Das geht am einfachsten über die Menüleiste, wenn wir hier oben bei BO105CBS auf Autostart drücken. Nun wird sich der Rotor langsam in Bewegung setzen. Wir müssen darauf achten, dass der Gashebel am Joystick auf kleine Drehzahl steht. Denn mit dem Gashebel werden wir die Rotorblätter im Profil steuern. So, hier unten links sehen wir sehr gut die Drehzahl. Die Drehzahl läuft jetzt hoch, etwa bei 90-100% werden wir abfliegen können. Ich schalte jetzt erst einmal den Hut ein, weil hier können wir sehr gut sehen, der Hubschrauber dreht sich und ich muss hier auch schon gegensteuern. Und das müssen wir permanent tun. Man kann also den Hubschrauber nicht irgendwie ausbalancieren, sondern man muss permanent die Richtung steuern. Ferner müssen wir gleich beim Starten hier den Lift betätigen. Der muss dann deutlich nach unten gezogen sein, sonst kann man nicht starten. Sonst werden wir uns nach vorne hin überschlagen. So, ich schalte jetzt einmal um auf die Außenposition. Ich selbst fliege also am allerliebsten von außen, weil ich den Hubschrauber da am besten im Auge habe und auch das Umfeld, wo er fliegt. So, ihr seht, ich habe jetzt schon automatisch halte ich hier den Hebel etwas nach rechts und den Lift habe ich leicht angezogen, damit der Hubschrauber überhaupt nachher gerade bleibt. Das müsst ihr ausprobieren, das ist Übung und Übung und immer noch Übung. So, ich werde jetzt versuchen zu starten, das heißt, ich werde die Rotorblätter nun anders anstellen, damit der Hubschrauber abhebt. Ich mache das ungefähr ein Drittel des Weges, schalte ich sofort ein und dann hebt der Hubschrauber langsam ab und ich werde versuchen, eine Schleife zu fliegen, um dann wieder auf dem Flugzeugträger zu landen. So, konzentrieren wir uns mal auf den Start. So, da sind wir schon abgehoben. Wir müssen ganz vorsichtig am Hebel arbeiten, am Joystick und noch ein bisschen mehr den Anstellwinkel verändern für die Rotorblätter. So, jetzt sind wir tatsächlich gestartet und wir versuchen mal hier ein wenig rumzufliegen. Ich versuche das mal mit einer Drehung, dass ich hier einmal rumkomme und möglicherweise den Hubschrauber wieder von hinten anfliegen kann. Man sollte horizontal nicht zu sehr an eine Seite gehen, also den Hubschrauber nicht zu sehr in die Neigung nach links oder rechts bringen, weil er ganz schnell anfängt zu trudeln. So, der Flugzeugträger müsste etwas links von uns liegen. Ich versuche mal wieder ein bisschen weiter links rum zu fliegen. Das mache ich ganz vorsichtig, damit der Hubschrauber halbwegs seine Position behält und nicht wie verrückt rumeiert. So, jede kleinste Bewegung hat sofort immense Folgen und den wieder zu fangen ist gar nicht so einfach, wie ihr seht. So, ich versuche mal langsam wieder auf den Hubschrauber-Landeplatz, also unseren Träger, zurückzukommen. Wir haben schon leichten Sinkflug. Ich hoffe, dass ich jetzt auch langsam ein bisschen den Hub rausnehmen kann. Wir können sehr gut rechts an der Höhenskala sehen, ob wir sinken oder nicht. Jetzt sinken wir und ich hoffe, dass wir nicht an dem Turm zerschellen werden, sondern schön auf der Landebahn landen können. So, es ist ein ewiges Hin und Her mit dem Anstellwinkel der Rotorblätter sowie dem Lenken. Ich muss wieder ein bisschen mehr der Rotorblätter geben, sonst sinke ich zu schnell und lande womöglich daneben. So, ich nehme mal die Position der Rotorblätter etwas zurück. Ich hoffe, dass ich jetzt den Flugzeugträger treffe. Ich muss schon wieder etwas höher ziehen, weil ich falle zu sehr ab und sofort kommt der Hubschrauber wieder ins Trudeln. Das Problem ist ja auch, dass der Flugzeugträger fährt. Der steht ja gar nicht still an einer Stelle.
So, jetzt wollen wir mal gucken. Das sieht schon ganz gut aus. Ich hoffe, dass ich jetzt mal den Hub rausnehmen kann und so ein bisschen da landen kann. Ah, es hat gerade eben funktioniert und es war schon fast eine Bruchlandung. So, ihr seht, es ist nicht einfach. Ihr müsst also ganz fürchterlich üben und ich wünsche euch viel Glück und viel Erfolg beim Fliegen und Üben auf dem Flugzeugträger. Vielleicht solltet ihr es auch erst einmal auf dem Flugplatz probieren mit ganz kleinen Flügen und kleinen Hügen. Da ist es deutlich einfacher.